glaube, ich muss das nochmal mitnehmen hier. Das ist doch mit Absicht so, so wie es jetzt hier ist. Ja, das ist schön und gut. Okay, das ändert sich sofort. Da kommt sofort dann das andere Portal hier hin. Oder beziehungsweise die andere Wand. Die Ausschalthilfe. Genau, hier sieht man nochmal die ganzen einzelnen Ärmchen für die Wände. Das heißt, wir haben eigentlich immer die Wände von außen gesehen, nur dass man halt nicht die Innenseite gesehen hat, logischerweise, wenn man es von außen sieht. Und das ist eigentlich so eine, also dass theoretisch jede Wand so aussieht, dass sie hier ganz viele Ärmchen außen dran hat, damit die verändert werden können. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich behaupte mal nicht. Aber ich bin auch nicht der Ingenieur von dem ganzen Laden. Das hätte ich, glaube ich, schon mal bemerkt. Es wäre nicht schön. Ich habe eine Überlegung. Genau, von hier kann man theoretisch beide Seiten da sehen. Ob mir das hilft. Das wäre schön, wenn das von hier aus ginge vielleicht. Geht das denn? Das wäre sehr praktisch. Aber warum kann, oder hier kann man ja einen neuen holen. Von noch weiter weg wird das nicht mehr funktionieren, ne? Dass man von da vorne es irgendwie steuern könnte. Das wäre sehr praktisch. Oder wie komme ich da noch hin? Warum flackert das da? Hat das irgendwelche Problematiken? Die Frage ist halt, was will ich überhaupt gerade machen? Wahrscheinlich ist es recht unwahrscheinlich. Hier kann ich durch, das ist klar. Also ich müsste das... Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Ich muss das Prisma da drinnen irgendwie haben, damit das funktioniert. Aber das, ich kann ja... Aua, das ist ja gemein. Ich kann ja von hier nicht zu dem Laser hin. Wo kann ich denn noch alles... Ich kann ja eigentlich nur dahin. Oder habe ich gerade irgendwie kompletten Denkknoten hier? Da kommt jetzt der Laser hier hin, das ist schön und gut. Habe ich nur wahrscheinlich eher weniger von, weil man die leider nicht nach oben zielen kann. Zumindest nicht richtig. Zumindest nicht sehr gezielt zielen. Falls ihr versteht. Wie kann ich das von hier hinkriegen? Die Seite ist halt die falsche. Falls es überhaupt geht. Ist auch gemein, dass das hier ein bisschen höher ist. Wobei, na gut, ist es gemein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Bedeutung hat. Ich behaupte mal, das ist eher, damit man da überhaupt hochkommt. Bisher ging das so gut. Warum geht das jetzt nicht mehr so gut? Das ist ein bisschen blöd. Schalter gibt es ja auch keine, dass ich da irgendwie einen Würfel bräuchte. Von hier vorne. Durchlatschen kann man da auch nicht. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Also ein sehr kleines Muster. Das ist quasi eine sehr, sehr feine Version von dem Krams hier. Sieht halt auch interessant aus. Ah, Moment. Ich weiß. Zumindest behaupte ich das zu wissen. Oder ich glaube, dass ich es weiß. Das ist vollkommen in Ordnung hier. Darf auch gerne so sein.
So. So. Von hier... ist die Frage, welches ich jetzt setze. Ob das jetzt das Richtige war, weiß ich nicht. Gut, man kann es auch umsetzen, theoretisch. Ich würde trotzdem gerne nach da oben dann können. Dass wir hier das Prisma dann haben. Fehlt nur noch ein Laser. Das heißt, eigentlich war es gerade mal das falsche Portal. Das heißt, ich müsste hier oben eigentlich rauskommen. Das heißt, ich müsste hier das Orangen hin machen. Ich habe da, glaube ich, nur nicht so wahnsinnig viel von, oder? Oder muss das Prisma doch... Nee, das muss schon... Ich glaube nicht, dass ich von da unten aus... Wie mache ich das denn jetzt? Ich meine, die Idee ist ja wahrscheinlich okay. Die Idee ist okay. Das sah gerade gut aus, aber jetzt ist es schon wieder Schlauchstärer hier. Das ist aus. Das heißt, ich könnte von der anderen Seite... So. Flops. Siehst du mal. Es geht doch. Das war jetzt okay einfach. Also, vergleichsweise okay. So, gib her den Quatsch. Woo! Es geht. Das ist toll. Ich freue mich irgendwie viel mehr, als ich wahrscheinlich sollte. Aber macht dir nichts. Es schreibt einem niemand vor, wie man sich zu freuen hat. Habe ich mal gehört. Hoffe ich mal. Es war schon mal... Was passiert hier genau? Ich bin verwirrt. Achso, das ist falsch rum. Dahin. Nee. Nochmal neu. Die ganze Kammer. Muss dahin werfen und nicht dahin. Das Ding, so. Schwupps. It seems that thing is using some biological tracking to find out where you are. Get into the elevator to the next test. I'll need a little bit more time to get us removed from the system. Aber ich muss sagen, es läuft deutlich besser als in den letzten Kammern. Mal so gesehen. Von daher, das ist ein Fortschritt. Ich würde mal das als Fortschritt bezeichnen hier. Wir sind zwar immer noch nicht so knalleweit hier, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es macht ja Spaß. Es geht ja nicht darum, dass man hier durchrennen würde. Natürlich können andere das viel schneller, aber ihr habt euch freiwillig, glaube ich, dazu entschieden, dass ihr hier schaut. Oder ihr habt selbst gespielt und wolltet einfach nur mal sehen, wie es jemand nicht kann. Man weiß es ja nicht. Somehow I can't get access to the final target, or even learn what it is. Whatever it is, it's enough to cause this thing to blow up the toxic goo pump control down in the salt mines. Activating Aegis Firewall. I just tripped an alarm in that thing's mainframe. It completely locked me out. Das. Firewall, huh? Firewall. That just gave me an idea. I'm going to reroute some of the water to the Aegis servers. That should shut the firewall down. Target 1, organic. 1, mechanical. Reacquired for termination. Security measures at 75%. Alert status, red. Toxins from testing track Lima Whiskey. Contact with enrichment center, sub-basement, level 10. Flooding procedures commencing. Die Stimme ist zwar ganz cool, aber man versteht wirklich nicht so knalle viel.
Zumindest ohne die Untertitel würde ich da so ein bisschen am Straucheln, Hadern, was auch immer sein. Alles von diesen komischen Worten. So, es ist schön, dass man hier lang fliegen kann. Das ist toll. Was kann man noch machen? Eisen. Das ist mal ein total sinnvoller Ort für dieses Prisma. Das ist schön. Mhm. Genau, so muss das funktionieren. Habe ich hier unten. Hier habe ich. Okay, hier habe ich keine Portalfläche. Das ist schlecht. Müssen wir doch hier hinlatschen. So. Hallo. Okay, eine Bridge haben wir hier. Sehr gut. Und die kann ich dann nicht dahin umlenken, weil da kein Dings an der Wand ist. Das ist schlecht. Also die kann ich da hinten machen. Theoretisch. Habe ich nur im Moment noch nichts von. Oh, das ist sogar so ziemlich knapp. Ich bräuchte quasi den Würfel. Vielleicht sogar so einen hier. Manchmal ist es zu offensichtlich. Um da das Dings da abzuschnabbeln. Zu holen. Das Prisma. Hopsa! Komm her! Prisma! Tschüss! Mir auf den Kopf schmeißen. Oh. Wunderbar. Ich kann jetzt... Okay, direkt hier rüber. Weiß nicht, ob ich da was von habe. Wahrscheinlich nicht. Ich kann auch hier wieder ein neues Prisma holen. Okay, ich könnte in der Mitte da gebremst werden. Mit der Bridge. Da will ich das. Ich glaube, von da bin ich selber einigermaßen tot. Das wäre nicht unbedingt so mein Wunschverhalten. Tot sein. Der Laserempfänger ist da hinten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache, okay. Hä? Okay, also die an der Wand kann ich kein Portal hinschmeißen, weil die sich bewegen will und dann geht das Portal halt weg. Das heißt, ich muss vorher das umlenken. Ja, so vielleicht. Passt das? So. Genau. Und dann kann ich das auch wegnehmen. Das bleibt dann nämlich. Das ist schön. So, solche Mechanismen finde ich gut. Da kann ich dann rüber. Ah, okay, okay. Ich will mich nochmal selbst anschauen hier. Es wurde nämlich gesagt oder gefragt, ob wir schon immer eine Frau gewesen wären. Aber ich finde, Melanie ist halt, oder Mel ist meistens ein Frauenname. Hallo, na, wie heißt du denn? Melanie. Ich glaube nicht. Das ist schön. So, wir können jetzt, wir müssen jetzt die Bridge benutzen, damit wir da hochgeschleudert werden oder ranfliegen, gegenklatschen, runterfallen und mit dem Schwung dann hier rauskommen. Gehe ich mal zumindest von aus. Wofür ich den jetzt brauche, das Prisma, weiß ich nicht. Vielleicht gar nicht. Ich probiere es mal mit gar nicht. so. Das heißt, ich muss gebremst werden und im Fallen dann da hinten was hinsetzen. Ist es richtig? Geht das überhaupt? Offenbar. Man kann durch die Bridge Portale schmeißen. Das ist schön. Okay. Okay. Da haben wir die Problematik. Bis hierhin ging es ziemlich gut. Meistens ist es wirklich das kleine Stück, wo man sich denkt, wow, es funktioniert. Und dann passiert noch ein Stück mehr. Und daran scheitert der ganze Kram dann. Man muss dann noch zwei Schritte weitergehen. Und dann halt entsprechend die ganzen Kleinteile hier reinschmeißen. Damit es funktioniert. Da muss der Laser hin. Da muss der Laser hin. Da muss der Laser hin.
Das heißt, ich muss jetzt hier wieder... Ne, warte mal. Kann ich das unterbrechen jetzt? Wenn ich das underbreake hier? Kann ich nicht persönlich. Ach, da oben kann ich auch hin. Ah, praktisch. Das heißt, ich brauche den Würfel hier. Damit ich da rüber komme. Und den kann ich dann hier zwischenstellen. Dadurch wird diese Wand wieder hochgefahren. Dadurch ist das wieder deaktiviert. Ah, das sind wirklich schöne Rätsel. So. Theoretisch sogar so. Also ein bisschen hoch vielleicht. So. Das ist sogar direkt gegenüber. Ach geil. Habe ich das hier jetzt etwa? Okay, dann war das nicht so schwer. Also schon, aber schon nicht so wie befürchtet. Was läuft heute? Ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich muss dann eigentlich gleich aufhören. Wenn die Aufnahme heute noch raufkommt. Was ist das denn? Voll die Verarschung. Oh. Oh. Hat die Falle nicht mal funktioniert. Ich finde dieses Szenario oder dieses hinter den Kulissen ja eigentlich ziemlich cool. I think he'll have a much harder time tracking our movements. I'm working on getting control of the elevators, so just hold on, get through this test, and I'll get you out of here. Oh, das ist schön. Hätte das die Tür sein sollen? Aha. Tja, wie dem auch sei, auch wenn es gerade so gut läuft, ich musste gerade mal hier die Folgen rennen und hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Portal Stories Mel. Was für ein Fortschritt bisher. Knaller. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.